Dietmar 59 denkt, er ist unsterblich. So. Ja, gewöhnlich, wie du wahrscheinlich auch, denken die Leute, sie würden sterben. Ich weiß, dass ich körperlich unsterblich bin. Wenn es solche gäbe, die vielleicht schon 1000 Jahre alt sind, warum machen die sich nicht bemerkbar? Warum zeigen die sich nicht? Nützt doch nichts. Wenn ich zu dir jetzt komme und sage, ich bin 1000, dann sagst du, du bist bekloppt, sonst nicht. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Endlich mal wieder ein Domian-Peter. Domian, Tin Man, Alter, das Video heißt Domian. Dietmar 59 denkt, er ist unsterblich. So, ich denke auch, dass ich länger leben kann, als die Menschen so erzählen. Weißt du, wie ich meine? Was so Wissenschaft gerade aktuell erzählt. Sag dir ehrlich, ich glaube, Menschen haben das Potenzial. Unsterblich will ich gar nicht sein, weil ich glaube, nach dem Tod ist es eh nicht vorbei. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall länger leben, als uns erzählt wird, wenn man vor allen Dingen nicht die Dinge tut, die uns empfohlen werden, sondern einfach das Gegenteil. Nein, Spaß, aber versucht, sich gesund zu halten und sich wirklich informiert über Gesundheit und über Ernährung und über diese ganzen Sachen und nicht dem vertraut, was uns so eingetrichtert wurde von Kindheit an. Dann kann man, glaube ich, länger machen, als wir denken. Aber wir gehen jetzt mal in den Peter rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Hier ist Dietmar. Dietmar ist 59. Guten Morgen, Dietmar. Dietmar Tin Man, Alter. Dietmar Tin Man, Alter, passt gut, finde ich. Das ist so ein Wort, das passt gut in den Slang. Dietmar Tin Man. Ich finde den Namen auch sehr lustig, ja. Dietmar, schön, dass du da bist. Ja, dass ich durchgekommen bin, das freut mich ja. Ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß. So, zum Thema Außergewöhnlichkeit. Ich bin außergewöhnlich. Du bist außergewöhnlich. Warum? Ja, gewöhnlich, wie du wahrscheinlich auch, denken die Leute, sie würden sterben. Ich weiß, dass ich körperlich unsterblich bin. Bruder, er sagt noch körperlich, Alter. Hätte er wenigstens gesagt, irgendwie, ich weiß, dass wenn mein Körper stirbt, dass ich dann noch irgendwie, dass da noch was bleibt, was überlebt. So, er sagt, ich bin körperlich unsterblich, yo. Oh. Jetzt haust du mich aber hier vom Stuhl. Du weißt, wir halten es fest. Wir halten das fest, ja. Halte den Mann, Alter. Weißt, dass du körperlich unsterblich bist. Ja, um die Geschichte zu erzählen, das wusste ich nicht immer. Beziehungsweise man wird körperlich unsterblich geboren, weiß das auch. Dann erzählen dann das genug Leute und wird es gerade ein paar Jahre alt. Dann weiß man genau, dass man sterben wird. Vor allen Dingen weiß man auch, wann man sich wie zu fühlen hat, also mit 50 klapprig, mit 90 halb blind und so weiter. Das war vor fast 22 Jahren, da hat der Biolek eine Sendung gemacht, auf dem ersten, hast du damit zu tun, Ewiges Leben. Mhm. Der Alfred. Aus Neugierde auf, angeschaut, da war der erste, kannte man schon, lässt sich einfrieren, der zweite waren Christen, ewige Seele, der dritte war der Otto von den Immortals, der hat gesagt, ich bin schon unsterblich. Das fand ich so faszinierend, habe ich hingeschrieben, da gab es eine Dependance in Köln. Da musste ich noch anderthalb Jahre hingehen, um zu erkennen, dass das, was... Ich wollte kurz einhaken, Digga, ein, zwei Sachen, die er da eben gesagt hat, die stimmen halt, ne? Also, wir werden natürlich als Kinder programmiert und man trichtet uns ein, wie man zu sein hat, wenn man so und so ein Alter erreicht hat. Und davon bin ich auch null überzeugt, so. Ich werde mit 50, 60, 70 noch so sein, wie wenn ich 18 bin. Und ich lasse mir nicht einreden, dass du im Alter miserabel werden musst, deine Gesichtszüge sich verändern und du nicht mehr wie ein Kind sein kannst, sondern du musst jetzt erwachsen sein und so. Da stimme ich ihm zu auf jeden Fall. Aber mit dieser Unsterblichkeit, Bro? Dann glauben die Gewöhnlichen, die Sterblichkeit, dass das der Wahnsinn ist. Also, kann man daran glauben? Jetzt mal Butter bei die Fische. Du glaubst im Ernst, dass du, Dietmar, 1000 Jahre alt wirst? Nee, für immer, Digga. Was für 1000? Wäre eine Begrenzung. Mehr als 1000 Jahre alt wirst. Ja, wenn es sein muss. Das heißt, du wirst nicht in absehbarer Zeit in den nächsten 50 Jahren sterben, du wirst nicht krank werden, du wirst nicht altern. Genau. Das ist ein gutes Mindset auf jeden Fall. Seit ich das weiß, seit ich 38 bin, das ist doch eine schöne... Aber guck dich doch mal an. Also ich sag ehrlich, mit dieser Überzeugung wird er auf jeden Fall manifestieren, dass er länger gesund bleibt und länger leben wird. Sag ich dir so, wie es ist, ne? Unsere Gedanken sind mächtig as fuck, Bro. Wenn wir von Dingen überzeugt sind, so, dann hat das direkten Effekt auf unser Leben und unseren Körper und diese ganzen Sachen. So, deswegen, also mit diesem Mindset wird er auf jeden Fall länger gesund sein. Da kannst du von ausgehen. Aber ob er für immer leben wird, das ist halt eine andere Sache. Wenn du... nein, ich meine nicht böse. Wenn du jetzt ins Spiel guckst, du bist wahrscheinlich ein toller, attraktiver Mann noch, aber du siehst anders aus als noch vor 30 Jahren. Das heißt, du bist gealtert.
Ja, ich glaube das nicht. Es geht ja auch mehr um das Innere nebenbei, ob ich da ein graues Haar habe oder sowas. Du hast gesagt, darum geht es ja gar nicht. Ich meine, ist ja eine interessante These, die du aufstellst. Allerdings wird diese These jeden Tag millionenfach widerlegt. Er hat halt körperlich altern gesagt, ne? Körperlich sterben, er wird nicht sterben. Er ist körperlich unsterblich. Jetzt sagt er auf einmal innere Werte. Ja, der Cousin ist ein bisschen verwirrt, aber ja. Nee, das Menschen. Ich habe ja gesagt, wenn du daran glaubst, dann stirbst du natürlich. Dann wirst du auch mit 90 krank und klapprig sein. Was ist das für eine Lehre, für eine Ideologie, auf der diese Annahme basiert? Eine Ideologie, da hat sich Ende der 60er in den USA, Immortals haben die sich genannt, gegründet. Die haben weltweit Dependancen gemacht. Wie heißt die? Immortals, Unsterbliche. Heißt Niesen, das ist ja das Interessante. Ach, wo wir gerade dabei sind, man kann durchaus im Internet ewiges Leben googeln von einem Herrn Schönfelder. Der glaubt auch daran. Ich kenne auch noch eine in Berlin, wo die jetzt woanders ist. Na gut, der ist nicht so. Ja, Digga, es ist halt in dieser. Bro, ich habe auch letztens mit einem unterhalten, der gesagt hat, der hat ein Kind auch und so. Der hat gesagt, ey, wenn ich meinem Kind nicht beibringe, limitiert zu sein, dann kann das auch irgendwann fliegen vielleicht. Es ist halt, ich glaube, wir sind viel mehr begrenzt, als wir eigentlich, also wir begrenzen uns selber und werden begrenzt von außen zu einem Level so, wo man sagen muss, Digga, das ist eigentlich schon Körperfall. Also das ist sehr, sehr traurig, weißt du, wie wir uns begrenzen und wie wir begrenzt werden. Da stimme ich hundertprozentig zu. Und da passiert auch einiges und da sollte man auch gegen arbeiten, so, weißt du? Matrix-Shit, Bro. Aber ich glaube trotzdem, dass es Limits gibt hier auf der Erde, so, weißt du? Es gibt Limits auf jeden Fall. Es gibt Limits, die können wir nicht durchbrechen. Das ist einfach Naturgesetze, so, weißt du? Von Gott gemacht. Wenn du dann gestorben bist und dann nur noch Bewusstsein oder Seele oder nenn's, wie du es willst, bist, weil ich glaube daran, dann bist du in der Vollkommenheit und da ist alles möglich. Aber hier auf der Erde ist Dualität. Hier ist Limits. Hier gibt's Dinge, die uns limitieren, sage ich mal so. Aber diese Limits, die wir... Also, wie soll ich das sagen? Diese Limits, nach denen wir leben, da sind einige von einfach nicht real, die meisten. Ich würde sagen, 90% von den Limits, die wir uns selber machen und die wir auferlegt bekommen, sind nicht real, Digga. Aber wenn es darüber hinausgeht, da gibt es schon ein paar Limits auf jeden Fall. Viele Ausschweifungen. Also, die Gruppe hat sich in Amerika gegründet. Ende der 60er weiß ich noch so von der Geschichte. Ich habe mir auch dann ein Buch von denen besorgt, ging dann auch regelmäßig zu den Treffen, bis ich das gefressen habe, dass es eine Frage des Glaubens ist. Und warum soll ich mir so etwas Bescheuertes aussuchen, wo du immer klappriger wirst, dann kaum noch kriechen kannst? Und das in unermesslich kurzer Zeit. Aber stopp, wenn die in den 60er Jahren sich gegründet haben und wenn die das so geglaubt haben wie du, dann sind doch bestimmt seitdem viele von denen schon verstorben. Ich weiß es nicht, das ist absurd. Absurd, das ist interessant. Kurz nachdem ich selbst für mich angenommen hatte, das ist schon... Der Bruder ist tief drin, der Alter. Aber echt mal, wenn es über 42 Geschlechter geben kann, je nachdem, wie man sich fühlt, dann ist eh alles möglich. Bruder, das Ding ist ja, das ist ja auch eine Lüge. Stimmt ja nicht. Kann's ja nicht. Es gibt nur zwei Geschlechter. Fertig, aus, Ende. Ich bin körperlich, haben die sich aufgelöst. Nach Jahrzehnten. Ach so. Jetzt hätten die auf mich gewartet. Ja, ich weiß noch, ich habe das mitbekommen, so, die haben da erzählt. Weswegen haben die sich wohl aufgelöst? Vielleicht, weil sie erkannt haben, ist doch Schwachsinn. So. Ich weiß das nur bei uns in Köln war nichts, die waren noch am längsten da. Die kamen in Streitereien, weil der eine wollte gern viel Geld aus. Frage in den Chat: Wer von euch glaubt, dass man körperlich unsterblich sein kann? Eins in den Chat. Körperlich unsterblich. Die haben auch in Amerika gerade viel Geld eingenommen. Ja. Und der andere wollte beim Seriösen bleiben. Und da haben die sich zerstritten und das ist dann weltweit. Und das war bis 97, glaube ich, noch. Und dann war Schluss. Hast du denn in Deutschland, du wohnst aus Köln dann, in Deutschland noch Mitgläubige, die das so glauben? Ja, den Schönfeld habe ich gesagt, den habe ich im Internet selbst entdeckt. Dann noch die Pia in Berlin, obwohl die jetzt gerade in der Schweiz arbeitet. Es ist einfach eine Sache, die ist dermaßen drin in... Bruder, das ist eine ganz einfache Frage. Kann man körperlich unsterblich sein? Da gibt es kein Jein, da gibt es kein nicht so, wie du es meinst oder so. Dein Körper stirbt nicht. Du bleibst körperlich am Start. Du bist so, wie du bist, quasi. Wir reden jetzt hier nicht von Seele und von nach dem Tod und deine Seele verlässt den Körper. Kannst du körperlich unsterblich sein? Eins, ja, zwei, nein. Also es gibt nur drei Leute im deutschsprachigen Raum, die glauben, dass sie nicht sterben müssen. Ich kenne, ja. Ich habe damals Kontakt gehabt, der ist verloren gegangen. Diesmal mal eine ganz andere Sache. Hm?
Bruder, jeder, der nicht eindeutig eine 2 hier reinmacht, Digga, sag ich euch ehrlich, kommt mal in Discord. Ihr braucht auch so einen Talk wie hier der Cousin gerade, der Dietmar mit Domian. Findest du das denn gut, ewig zu leben? Ja, sonst werde ich das ja nicht glauben. Ich möchte nicht ewig leben. Es ist für mich eine erschreckende Vorstellung, ein paar tausend Jahre zu leben. Ja, dann gebe ich dir den Tipp, du sagst wenigstens, dass du nicht krank wirst und 200 lebst oder sonst irgendwas. Verstehst du, du hörst immer von den Sterblichen, das geht alles so schnell. Ist ja auch, ne? Was ist denn in dem, pass auf. Ich glaube, der will einfach nur das Mindset, der will vielleicht manifestieren, dass er länger lebt. Also mit diesem, wie ich schon vorhin gesagt habe, er wird mit diesem Mindset manifestieren, dass er eventuell länger lebt und gesünder sein wird. Er will einfach nicht eingestehen. Er will einfach auf Krampf gegen den Strom, so, weißt du? Gibt's ja auch einige Kandidaten hier bei uns im Chat. Er will einfach auf Krampf gegen den Strom und sagt, ich glaub nicht, was mir erzählt wird, so. Weißt du? Egal, Erde rund, mir egal. Ich sag, Erde ist flach, ich kann für immer leben. Nein, Spaß, aber er sagt, ich akzeptiere nicht, was mir beigebracht wird über den Tod. Und das ist eigentlich ein gutes Mindset, sage ich dir ehrlich. Das ist eigentlich ein gutes Mindset. Man muss so gucken dann, wie man das kommuniziert auch, weißt du? Lebst tausende von Jahren noch, sagst du. Hm? Irgendwann, so sagen uns die Astrophysiker und Naturwissenschaftler voraus, wird die Erde verglühen, weil die Sonne explodiert. Das heißt, irgendwann wird die Erde nicht mehr existieren. Wo bist denn du dann? Was, wer erzählt denn sowas, Digga? NASA? Ein guter Einwand insofern. Ich glaube auch daran, dass die anderen Dimensionen, wo meine Mutter, die vor 3 Jahren gestorben ist, mein Vater sind, dass die im gleichen Raum und zur gleichen Zeit jetzt hier sind. Und dass diese Grenze irgendwann mal fallen wird. Und dass ich dann quasi zwischen den Dimensionen wechseln kann, wie ich will. Das kann man im Prinzip, aber ich glaube es anscheinend noch nicht genug. Aha. Es ist ein mieser Mystiker, Bro. Was wäre, wenn dich jetzt jemand hinterrücks erschießen würde? Die Frage hat man mal einem Kind von der Pia gestellt. Was ist denn, wenn du im Zug bist, der in Gleisen alle Inner sind tot? Da sagte die so schön, da steige ich nicht ein. Boah, Digga, habt ihr den Fehler gehört gerade, Digga? Habt ihr den Tonfehler gehört? Bruder. Also sowas ist, Bro. Bro. Das ist, leichte Gänsehaut. Du bist ja in Gleisen, alle Dinger sind tot. Da sagte die, so schön, da steige ich nicht. Da hat sich jemand reingeschaltet, Digga. Naja gut, das ist ja... Oder wie der Otto so schön sagte, hat das, dieser Einwand, ist das ja alles klar. Der hat auch, der Biolektro, was ist mit Unfällen? Sagte Otto, Unfälle kündigen sich vorher an. Ja, nicht immer. Nicht immer. Nicht wir immer. Sind an dem Punkt, wo ich mit deinem Vorbereiter schon war. Es gibt da diesen französischen Philosophen, der sagte, die wesentlichen Dinge sind fürs Auge unsichtbar. Mhm. Der sagt schon geile Sachen teilweise, ne? Sag ich dir ehrlich. Das heißt, wenn wir uns treffen, ich sag, ich bin unsterblich. Einer sagt bodenlos, was labert der? Ich sag, der sagt schon geile Sachen, Digga. Da seht ihr auch, wie krass ich in der Mystik drin bin, Digga. Wehschu. Ich bin sterblicher. Man kann beides nicht sehen. Glaubst du denn, dass es viele Unsterbliche in unserer Welt gibt, die schon seit tausenden von Jahren leben? Wenn die das so wollen, natürlich. Meinst du, dass es Leute gibt, die das so gewollt haben und dementsprechend wirklich real existieren? Ja, da gibt es auch im Internet, da macht der Schönfelder auch noch einen Querverweis, den Bericht von einem 192-Jährigen. Die haben auch, das sind immer die gleichen Argumente, die hin und her gehen. Deshalb ist mir das alles nicht neu. Lass mich fragen, wenn es solche gäbe, die vielleicht schon 1000 Jahre alt sind, warum machen die sich nicht bemerkbar? Warum zeigen die sich nicht? Warum? Das nützt doch nichts. Wenn ich zu dir jetzt komme und sage, ich bin 1000, dann sagst du, du bist bekloppt, sonst nicht. Pragmatisch, der Dietmar auch, Digga, geil. Jahre alt sind, warum machen die sich nicht bemerkbar? Warum zeigen die sich nicht? Warum? Das nützt doch nichts. Wenn ich zu dir jetzt komme und sage, ich bin 1000, dann sagst du, du bist bekloppt, sonst nicht. Das nützt doch nichts, Digga. Auch geil mit dem Slang und so. Hätte ich ja vielleicht gezielt befragen, ob das stimmt. Man könnte ja mal... Fast unmöglich. Da kannst du ja wie ein Geheimagent dich auch noch vorbereiten. Kannst dich gut vorbereiten, ja. Ich wollte aber noch einen ganz anderen Gedanken sagen. Es geht ja nicht nur um die Unsterblichkeit. Es geht vor allen Dingen um das ganze Gebäude, was in jedem, wieder hier unterstelle ich, das auch drin ist. Ich sagte dir irgendein Alter, oder ich habe das vielen schon gesagt, was machst du, wenn du 90 bist? Da kam immer die Erwiderung, so alt will ich gar nicht werden. Weil 90 impliziert, du kannst dich...
Facts. Du kannst nicht mehr sehen, du kannst nicht mehr denken. Du hast Bruder, ich fühle Dietmar, sag ich dir ehrlich, Digga. Dietmar, komm und talk, wir müssen reden, Digga. Discord. Zwischen Krankheiten, du bist nicht mehr im Leben. Ja. Das können ja die Sterblichen wenigstens ändern. Hat die Sarah eine. Was soll das alles? Na gut, das können ja die Sterblichen endlich ändern, Digga. Ich bin 100, jetzt stand wieder eine Zeitung, 13.000 über 100-Jährige, nur in Deutschland. Okay, aber deine Meinung in allen. Krass, 13.000 über 100-Jährige nur in Deutschland, Digga, for real, for real? Aber was sagst du einem Menschen, der wirklich alt und hinfällig wird, vielleicht schon sehr schwer krank ist und vom Alter gezeichnet, dann sagst du, pass mal auf, du brauchst einfach nur an deine Unsterblichkeit glauben, schwuppdiwupp, bist du wieder gesund und siehst fit und jung aus. Das ist so Ding, Alter. Es ist halt hier sehr schwarz-weiß, also so dingsmäßig, weißt du, es gibt auch was zwischendrin. Also dem Domian ist nicht bewusst, was die Macht der Gedanken alles auswirken können, auch auf den Körper und auf Organe und auf Krankheiten und auf alles andere so. Und dem anderen Cousin ist nicht bewusst, dass wir halt immer noch auf der Erde leben, ne? Und nicht in der Vollkommenheit so. Also die Mitte ist es eigentlich. Hier, ich bin in der Mitte. The issue. Natürlich nicht, das wäre ja rücksichtslos. Da kann man nur das tun, was der Moment erfordert, sag ich mal. Was machst du ich gehe davon aus, dass du bisher in deinem Leben gut Glück gehabt hast und nicht oft erkrankt bist. Stimmt das? Nie. So, jetzt kann das ja passieren, dass du. Du sagst immer, das kann passieren, das kann nicht passieren. Weil du glaubst. So, Digga, geil. Feier ich den Talk gerade. Es gibt einen sehr schönen Satz in der Bibel von Luther übersetzt. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich empor und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, so wird geschehen, wie er da glaubt. Und wenn ihr so zu eurem Vater sprecht und habt gegen jemanden etwas, vergibt ihm, wie auch euer Vater im Himmel euch eure Sünden vergibt. Das gehört zusammen. Ja, gut, der Glaube versetzt Berge, daher kommt das ja. Stabil, Dietmar, stabil. Ich meine, das ist natürlich eine irre Lebenseinstellung, die einen vielleicht auch wirklich in gewisser Weise vor gewissen Dingen schützen kann, weil du platzt ja vor Optimismus. Digga, Love, Optimismus, das hat eine direkte Auswirkung auf deine Frequenzen und was in deinem Leben passieren wird. Glaubst oder nicht, Digga? Glaubst oder nicht? Dir kann ja nichts passieren, dir kann ja gar nichts passieren. Hat auch mal einer gesagt in einem der Treffen. Der überzeugt sogar Domian. Hast gemerkt, Digga? Am Ende sagt Domian auch, ja, Digga, ich sterbe nicht mehr. Fuck it. Auch ein Kind, die haben immer die besten Ideen. Ja, wenn ich dann sterbe, dann habe ich wenigstens vorher schön gelebt. Das ist das Geile, Digga. Guck mal, das ist das, wo wir auch alle wieder ein bisschen cool bleiben müssen. So, weißt du, wir sind immer so judgy unterwegs, Digga. Wir sagen immer, ah, guck mal, der hat das gesagt. Das ist ein verrückter Spasti, der erzählt irgendeine Scheiße. Ich höre dem gar nicht mehr zu, so. So voll unnötig, Mann. Ich mag sowas überhaupt nicht, Digga, weil hör weiter zu und du wirst merken, jetzt auch bei Dietmar zum Beispiel, der hat ein paar gute Punkte. Wenn du einfach weiter mit einem offenen Herzen, offenen Mindset zuhörst, dann merkst du, Digga, der hat ein, zwei Punkte, die hat der. Und da könnt ihr mir auch nichts anderes erzählen und auch nicht bei YouTube in den Kommentaren könnt ihr mir nichts erzählen, Digga. Der hat ein paar Punkte gesagt, die sind real talk. Da gibt's kein Wenn und Aber, weißt du? Und ja, wir müssen einfach open-minded sein. Ich küsse doch euer Herz. Dumm ist es nur irgendwann, wenn du vielleicht dann doch auf dem Sterbebett liegen solltest und alle sagen, nun geht's bald zu Ende und du merkst es auch, dann bricht dein ganzer Glaube zusammen. Dann war es wohl nichts. Wenn es so wäre, ja. Natürlich nicht. Ja. Lebst du alleine? Ja, ich zögere, weil ich habe diese Lebensgemeinschaft LAT, Living Apart Together. Was heißt das? Living Apart Together. Es ist Ding, gell? LAP. Was ist das denn, Digga? Das heißt, wir haben beide unseren Wohnsitz und trotzdem ein Paar. Achso. Stark. Feier ich, Bruder. Da melde ich mich auch an, Digga. Alle Girls, die dafür bereit sind, sag Bescheid. Und was sagt die Liebste zu deiner Einstellung? Ach, wie immer, es wird einfach übergangen. Digga, wie nennt ihr das, Bruder? Ich muss mir das merken. Ja, ich zögere, weil ich habe diese Lebensgemeinschaft LAT, Living Apart Together. LAT, Living Apart Together, Digga, fühle ich. Was heißt das? Das heißt, wir haben beide unseren Wohnsitz und trotzdem ein Paar. Achso. Und was sagt die Liebste zu deiner Einstellung? Ach, wie immer, es wird einfach übergangen. Die halten dich wahrscheinlich alle für ein bisschen Jack, ne? Oder? Es ist ja, das musst du doch gestehen, es ist ja schon fast eine diebische, klammheimliche Freude der Sterblichen, dass sie krank werden und sterben irgendwann. Ich schwöre, der hat recht. Eine Freude, meinst du? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ja mit vielen gesprochen. Naja, ich will dir mal sagen. Das hat Justine mal gut in unserem Talk auch gesagt mit der Leben, mit der Versicherung generell, wie viele Versicherungen wir haben als Deutsche und so. Wir freuen uns so, wenn irgendwas passiert, damit wir dann sagen können, ich habe eine Versicherung. Damit manifestierst du eventuell schon, dass irgendwas passiert.
So lebt Justine. Ich habe auch schon Zeiten so gelebt, aber ich bin dann auch, ich gehe auch manchmal nur auf Nummer sicher gerne, weißt du? Eine Freude, dass man irgendwann stirbt, finde ich auch. Das ist eine Freude, dass man irgendwann sterben kann. Es ist keine Freude, zu leiden und altersschwach zu werden. Das ist Hat er auch einen Punkt, ja. Freude. Ja, die Unterscheidung kenne ich auch. Aber was ist eine Freude, dran zu sterben? Es ist eine Freude, seinen Todeszeitpunkt bestimmen zu können. Ich meine, du mit deinen Lumpen. Nö, also ich finde es auch nicht schlimm zu sterben, sage ich dir ehrlich. Es ist ja nicht vorbei. 59 Jahren, hast gut reden. Sei du erst mal 500. Und ich das ganz ganz Jürgen, wenn und ich dann anrufe und sage, bin ich, nee, geht ja nicht. Aber wenn ich dann irgendwann anrufe, ich bin 500. Du wirst gelangweilt in der Ecke sitzen. Dann hast du die tausendste Frau hast du hinter dir, den Geil, Digga, was für gelangweilt. 1000 Frauen, Digga, ich bin da. Scheiß drauf, ich bin jetzt auch unsterblich. Alles ist immer dasselbe, es gibt keine Neuigkeiten mehr, du sitzt und starrst in die Welt. Und irgendwann schwebst du durchs Weltall, weil du nicht sterben kannst. Hallo? Ja. Da hat der Dietmar aufgelegt, Digga. Was laberst du mich voll, Bro? Ich dachte schon, du wärst gut umgefallen. Der war gut, Digga. Der war gut, ne? Ich dachte, du wärst tot umgefallen, der war gut. Das ist ja einen kuriosen Glauben. Den habe ich so noch nie gehört. Aber warum nicht? Außergewöhnlich, ja. Das ist außergewöhnlich. Ja, es ist dann noch viel mehr im Gebäude, da könnten wir noch bis zum sprechen. Ich glaube auch an den Aufstieg der Menschheit, in absehbarer Zeit zumindest. Aber du glaubst auch dann an ein göttliches Wesen. Ne? Davon das ohnehin. Das ohnehin. Geil, Digga, ich hätte Bock auf Podcast mit Dietmar jetzt. Genug. Auch im christlichen Sinne, du hast die Bibel gerade zitiert. Ja, da stehen gute Sachen drin. Da stehen gute Sachen drin, ja, durchaus. Im spirituellen Sinne, das ist ein gutes Wort. Ja. Ja, weil ich auch viel erlebt habe, was für mich ein Wunder war. Was machst du vom Beruf, wenn ich das ist auch so ein Wunder. Ich habe vor 6 Jahren. Keiner will erleben, wie ihm 1000 Frauen wegsterben. Je nachdem, was für eine Beziehung du zum Tod hast, Bro. Es gibt nicht nur die Beziehung zum Tod, die wir kennen aus Deutschland. Es gibt andere Kulturen, die haben eine ganz andere Beziehung zum Tod. Müsst ihr euch mal mit auseinandersetzen. Dann wird der Tod für euch auch was anderes bedeuten. Und. Ja, Tod ist nicht negativ. Ohne Tod kein Leben. Das heißt, Tod gehört zum Leben dazu. Jetzt hier hat die Bank gesagt, bei der ich gearbeitet habe, wenn sie hier den Koffer... In Mexiko feiert man den Tod, zum Beispiel. Nehmen, der reicht bis zur Rente, dann können sie gehen. Ne? Wie bitte? Ja, das machen die Banken gern. Achso, eine Abfindung haben die dir gegeben, oder wie? Ja, das war direkt eine Betriebsvereinbarung für alle, die interessiert sind, die sie nicht mehr rausschmeißen konnten. Boah, wie super. Und das, die haben dir so viel Geld gegeben, du bist gegangen. Ja, das war... Darf ich dich fragen, wie viel Geld die dir gegeben haben? Ja, fragen darfst, aber darüber rede ich nicht mehr. Ah. Ich hab dir ja gesagt, du wusstest nur bis zur Rente, haben die alles genau ausgerechnet. Da war der Betriebsvereinbarung, das war nicht nur... Ich sag dir ehrlich, Digga, der hat den Domian voll gecatcht, ne? Domian hat auch gar keinen Bock aufzulegen, der ist voll drin. Das heißt, du hast einen schönen fetten Batzen Geld jetzt da und lässt es dir gut gehen und beschäftigst dich mit deiner Theorie. Wenn du so willst, oder ich tue nix. Oder tust nix. Ich gerne im Bett und lese und telefoniere und so Sachen. Das ist ja geil, nee, das machen viele Banken, die sparen dadurch noch Geld. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee, sollte ich dem WDR auch mal vorschlagen hier. Ja, ob die das so machen, die haben das ja von sich aus gemacht. Ich habe gesagt, wie ist das mit Altersteilzeit? Ja, wir haben ja gerade eine Betriebsvereinbarung, die gilt noch ein Jahr, können Sie überlegen, ganz Jahr überlegt. Ne? Und ich hatte einen bombenfesten Job und das kann ich noch erzählen. Im Tarifvertrag der Banken steht doch tatsächlich, wer erst mal 50 ist und mindestens 10 Jahre bei der Bank, der kann nicht mehr gekündigt werden. Aha. So kam es, dass sie auf mich zugekommen sind. Ich verstehe, aber jetzt kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. Bruder, voll interessant, ich will weiterhören. Also, wir haben mit großem Interesse deine Thesen gehört, Dietmar. Wir denken alle darüber nach. Dietmar, stabiler Dude, da sag ich dir so, wie es ist. Vielleicht hast du ja in absehbarer Zeit viele Glaubensgenossen und Genossinnen und dann könnt ihr den Club... Ja, schreibt dir hinter die Ohren. Hör auf zu gendern, Junge. Ist das mit dem Glauben, ne? Wirklich, alles, was du siehst... Ja. Was sagt er? Schreibt ihr das hinter die Ohren, Digga, geil. Dann könnt ihr den Club... Ja, schreibt ihr da hinter die Ohren, zumindest das mit dem Glauben. Ne? Wirklich, alles, was du siehst und fühlst, ist, weil du es vorher geglaubt hast. Vielleicht gibt... Schreibt ihr das hinter die Ohren, Digga, er macht voll die Anzeigen, Bro, geil. Ein Club der Unsterblichen bald. Da gibt's alles schon, ich guck schon im Internet, aber ist alles nicht so bezogen. Dann telefonieren wir nochmal. Okay. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Bis dann, tschüss. Oder Dietmar, I love you, man. Dietmar, Alter, geil, feier ich.
Wer hat das? Kevin hat das, glaube ich, in den Discord reingefetzt, ne? Dankeschön, Digga. Geil, dass wir auch mal wieder ein Domian-Ding hier reingezogen haben, auf entspannt. Domian, Tin Man, Alter. Fühl dich immer. Ja? Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert diesen Kanal nicht vergessen. Und dann würde ich behaupten, wir sehen uns im nächsten Video, Digi. Gang.